Hallo und herzlich willkommen zur Geschichte Nummer 21. 21 von 30 Bildstrecken aus meinem Bildband Sublim. Den Bildband gibt es auf meiner Website zu kaufen, wer ihn noch nicht hat. Und wer ihn schon hat, dem erzähle ich jetzt noch ein bisschen über die Bildstrecke Nummer 21, die ich mit Damu in Fuerteventura aufgenommen habe. Es ist ja so, in meinem ersten Buch Frisky hatte ich eine kleine Roadtrip-Strecke, die ich mit einem Opel Adam und Mia aufgenommen habe. Es ist unglaublich schwierig, auf einer Insel wie Fuerteventura irgendwie ein abgefahrenes Auto zu bekommen. Also irgendwas Besonderes, das kriegt man halt einfach aus solchen Inseln nicht, weil das müsste ja erst mit einem Containerschiff gebracht werden und schert sich auch ehrlich gesagt keiner so richtig drum, was er für ein Auto fährt. Das hat dort nicht den allergrößten Stellenwert. Also habe ich gedacht, okay, mache ich das Ganze einfach ein bisschen fast wie eine Fortsetzungsgeschichte, aber mit einem anderen Mädchen und ein bisschen anders. Und so habe ich einen Opel Adam Crossland oder irgendwie sowas gemietet. In der Beschreibung des Autos stand, es wäre geländetauglicher und höher gelegt und so weiter. Davon konnte ich nicht wirklich was merken. Das Auto schien mir genauso wie ein normaler Opel Adam zu sein. Aber das nur am Rande, ich bin kein Autospezialist und Damu hat reingepasst und das ist ja die Hauptsache. Ich habe ganz oft für meine Shoots Props dabei, hier diese Muscheln, die findet man so nämlich nicht auf Fuerteventura. Ich habe die einfach, ich weiß gar nicht, wo ich sie gesammelt hatte. Ich glaube, in der Bretagne habe ich die mal gesammelt und habe sie mit im Gepäck gehabt, weil ich dieses Foto von oben aufgenommen mit ihr im Sand liegend mir genauso überlegt hatte, auch als Doppelseite. Was man jetzt auf dem Bild nicht sieht, ist, dass sie in echt gar nicht am Strand, sondern direkt an einer vielbefahrenen Straße liegt. Aber ich will auch nicht alle Illusionen kaputt machen, deshalb blätter ich schnell um. Hier bin ich, wenn ich gerade von Props spreche, hier habe ich so eine abgefahrene Sonnenbrille, die habe ich im Internet ersteigert aus der Ukraine. Ist einfach ein ungewöhnliches Modell. Es war qualitativ leider ein bisschen mangelhaft, aber ich mag es unglaublich gerne in meinen Bildstrecken so Accessoires zu haben, die nicht ganz gewöhnlich sind, nicht von der Stange sind und irgendwie auch ein bisschen so einen Retro-Charme haben. Damu ist ein ganz bezauberndes Mädchen. Es ist so, du merkst bei ihr sofort, sie ist halt echt Fotomodel und hat ihren Gesichtsausdruck und ihre Sicherheit. Das macht Spaß, dann mit so jemand zu arbeiten. Und hier habe ich noch so einen Shot, den ich mir vorgenommen hatte. Sie trinkt hier nicht etwa Milch aus einer Milchpackung, sondern das ist eine Handyhülle. Also wenn man genau hinschaut, kann man es erkennen. Hier ist die Handykamera und sie hält die Handyhülle. Ist so ein kleiner Gag, ist eine Hommage an einen Fotografen, den ich sehr schätze und der für eine Strecke sowas schon mal gemacht hat. Und als ich zufällig diese Handyhülle gesehen habe, habe ich gedacht, okay, die muss ich auch haben. Das mache ich auf jeden Fall auch. Integriere ich in meine Bildstrecke mit Damu. Hier sieht man übrigens das besagte Opel-Geländeauto. es war sehr windig, wie man hier im Porträt sehen kann. Und das kann man natürlich auch ganz toll für so eine Porträtaufnahme einsetzen. Also sehr lebendig, einzig zerstört durch die gelben Sticker, die ich hier für YouTube aufkleben musste. Und das waren jetzt schon wieder 8 Seiten aus meinem Buch und mit Damu in Fuerteventura. Auch eine Strecke, die man sich länger anschauen kann, was mir so unglaublich wichtig ist, dass es Bilder sind, in die man sich so ein bisschen reinträumen kann. Also
Das macht Spaß und nächste Woche geht es schwuppdiwupp ein paar tausend Kilometer weiter, nämlich nach Riga, wo ich Anna aus St. Petersburg fotografiert habe. Bis dahin, mach's gut und tschüss.